Alex. Guten Tag. Im Training. Wo sonst? Bei der Arbeit. Bin gefahren. Ja, wie lang? Das ist 7, glaube ich, mit Stau und so. 6,5 so, ne? Scheiße, Mann. Ja, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Was machen wir heute? Ich habe schon mein Training gemacht. Und dann, Alex, wo gehen wir hin? Ins Stadion, habe ich gehört. Ja. Jawohl, nach Nürnberg zum DFB-Pokalspiel. Nürnberg gegen Stuttgart. Genau. Ich bin nämlich so ein Fußballfan und habe gedacht, ich nehme dich mal mit. Du hast ja mit Fußball gar keine Berührungspunkte. So. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. 2 Stunden später. Auf geht's. Erster Stopp, 1 Kilometer zu McDonald's. Für dich, Alex. Ja, hast du gar nichts? Doch, ich habe mein Essen dabei. Reis, Hähnchenfleisch und ein bisschen Brokkoli noch. Bist du eigentlich nur bei McDonald's? Das ist jetzt das zweite Video, wo wir zu McDonald's waren, ne? Ja, es kommt mir irgendwie vor, dass... Aber diesmal hast du mich ja genötigt, muss ich sagen. So ein bisschen. 89, dann bitte vorfahren zum nächsten Fenster. Jawohl, heute gibt es nichts für mich. Auch kein Salat von McDonald's, gar nichts. Hier deine Rechnung. Ah, danke. Die Rechnung für dein schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, hast du überhaupt eins? Nee, ein Gewissen? Nee. Kurte Kelt gibt die blauen Augen gratis. Auf geht's, Freunde. Ja, bitte. Nix, ich wollte nichts fragen. Hast du überhaupt gesagt, wer spielt? Ja. Ja? Stuttgart. Ja. In Nürnberg. Ja. Wenn wir gewinnen, was wir hoffentlich werden, und kommen wir ins Halbfinale. Dann gegen Frankfurt vielleicht. Ja, cool, wäre schön. Aber jetzt erstmal heute in Nürnberg. Ist auch guter Gegner. Und wird nicht einfach. Im Pokal kann jeder jeden schlagen. Und ja, wir werden sehen. Ne, wird bestimmt cool. Endlich mal wieder Stadion. Ich war bestimmt schon, auswärts vor allem war ich bestimmt schon über 1 Jahr, 1,5 Jahre, 2 Jahre bestimmt nicht mehr. Ja, lässt halt die Zeit nicht zu mit Training, Family und ja, ist halt so. So, Sportfreunde, ja, Mann. Speicher voll. Tatsächlich. Was mache ich jetzt? Social Media Karriere beenden. Ich bin ja dann seit meiner Jugend VfB-Fan geworden. Davor war ich ein anderer Fan. Sage ich jetzt aber nicht, welche Mannschaft. Und seitdem ich keinen Fußball mehr selber gespielt habe, bin ich dann immer regelmäßig zum Stadion, zum Spiel gegangen, weil ich dann samstags Zeit hatte und selber nicht spielen musste. Fußball muss man leben als Fan oder als. Wie soll ich sagen? Weiß nicht. Man kennt ja meine Vergangenheit vom Fußball auch. Und das muss man leben. Das ist geil einfach, wenn du in der Kurve stehst und dann Bengalos gezündet werden. Und ja, die Stimmung, das zieht dich mit. So, jetzt sind wir endlich angekommen. Alex, für dich war es ja heute ein langer Tag im Auto. Der hört auch noch nicht auf, der Tag. Der hört auch nicht auf. Und ja, jetzt müssen wir dann umswitchen auf die Handycam. Wir haben leider keine Erlaubnis bekommen für deine Kamera, die mitzunehmen. Und ja, mein Kumpel Bene, der das VfB-Live-Radio macht, der hat alles versucht. Der hat mit den DFB-Verantwortlichen, die jetzt für das Spiel zuständig sind, alles versucht, dass wir die Kamera mit reinbekommen. Aber hat leider nicht geklappt. Deswegen müssen wir jetzt den Switch machen aufs Handy. Oldschool würde ich mal sagen, aber es funktioniert und ja, auf geht's. Ja, jetzt muss ich kurz zurück, weil ich habe meinen Schal vergessen, weil ich muss mich einpacken, kann mir keine Erkältung leisten und es ist halt doch... Zieht um den Hals ein bisschen, ist zwar ein schönes Wetter, aber ja, kalt ist trotzdem und es zieht. Und deswegen kann ich da kein Risiko eingehen und musste kurz zum Auto zurücklaufen und einen Schal holen. Jetzt geht's wieder zurück ins Stadion, jawohl. Was hat die Zivilpolizistin gesagt? Was hat sie gesagt? Ja, unser Kämpfer, der Jungwirt ist auch da. Schon am Vorbeigehen, aber freundliche Polizistin und ja gut, ich bin halt auch bekannt in der Fußballszene. Und da ich ja jahrelang unterwegs war mit den Fußballleuten und ja, deswegen brauche ich da auch, ja. Aber ist alles easy, alles gut, alles gut. Stuttgart! Stuttgart! Stuttgart!
langweilig, kann man sagen, noch nicht viel passiert. Und eine halbe Stunde vorbei. Ja, müssen schon ein bisschen aufs Gas drücken. Ja, 1-0-Sieg, kurz vor Schluss, besser kann es nicht sein und jetzt sind wir eine Runde weiter. Ja, schauen wir mal, vielleicht Frankfurt dann im Finale. Mit Joghurt bei uns essen. Mit Joghurt? Mit Naturjoghurt. Okay. So als Tipp, ich habe auch nur den Reis gegessen, was ich mitgenommen habe. Und dann vorher im Stadion noch zwei Würstchen. Schwabeländle, sag mal Würstle. Wurstwege. Das musste heute alles schnell gehen. Alex, was willst du jetzt schon wieder? Filmen. Was? Wir brauchen noch ein Schlusswort. Schlusswort? Auch noch, ja. Darf ich erst essen? Ja, okay. Ja, also. Ist genehmigt, ja. Dankeschön. Bitte. Sehr nett. Ja. War ein schöner Tag. Erstens, Alex, dass du gekommen bist. Dann meinst du, ist schon perfekt, das habe eigentlich. Dann hat es mich mega kann gefreut. Kann passieren, ne? Ja. Und, Training war gut und hast leider nicht mitgemacht. Hast ja was Besseres zu tun gehabt. Ja. Anfahrt zum Beispiel. Eine Anfahrt von 6,5 Stunden oder 7 Stunden mit Stau. Aber gut, wenn du denkst, das ist besser, als mich beim Training zu filmen. Dann, und ja, dann waren wir in Nürnberg beim Spiel. Habt ein paar Einblicke gehabt. Ja, mal cool, wieder mit den Jungs zum Stadion zu gehen. Und direkt Gänsehaut gehabt, im Block zu stehen. Und ja, du hast selber gesehen, die Bengalos zu zünden. Und das ist einfach, ja, macht einfach Spaß. Gewonnen noch besser. Jetzt sind wir eine Runde weiter. Sind wir Halbfinale, oder? Jetzt. Mhm. Halbfinale. Schauen wir, dass wir das Halbfinale noch gewinnen und dann nach Berlin fahren ins Finale. Zu Stuttgart im Halbfinale und ich schaue, dass ich dann in Oberhausen dann auch ins Halbfinale ziehe. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich hoffe, euch der Vlog gefällt euch und bis zum nächsten Vlog. Auf geht's.